Warnung, mache niemals diesen unendlich Credits Glitch in Brawl Stars, sonst wirst du für immer gebannt. Und die Entschädigung ist verfügbar, ihr seht schon, was? 1100 Credits, 1100 Powerpunkte, 4000 Münzen gratis. Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu meinem neuen Brawl Stars Video. Und Freunde, heute gibt es auf jeden Fall ein ultra krank wichtiges Video, denn im heutigen Video spreche ich an alle Spieler eine Warnung aus. Und zwar zeige ich euch eben einige Glitches, welche ihr auf gar keinen Fall nachmachen dürft aktuell, weil schon von Supercell gesagt wurde, dass ihr dann für immer gebannt werden könntet. Das heißt, nehmt euch bitte dieses Video zu Herzen, Leute, und achtet darauf, was ich euch sage. Bitte nicht nachmachen. Ganz, ganz wichtig, Leute. Und ja, auf jeden Fall starten wir gleich rein. Ich erzähle euch nochmal gewisse Bugs, die es auf jeden Fall mit dem neuen Update gab. Und einen ganz, ganz bestimmten Bug, den ihr auf gar keinen Fall nachmachen dürftet. Wodurch es jemand geschafft hat, jetzt schon den maximalen Fame-Rang zu bekommen. Der eigentlich erst in 3 Jahren möglich ist, frühestens, ne? Ihr werdet es auf jeden Fall sehen, das wird unfassbar. Und genau, lasst gerne schon mal ein Like da, Leute, und ein kostenloses Abo. Und bevor wir loslegen, Leute, ihr seht schon, oha, da habe ich etwas im Posteingang am Start, Leute. Und zwar einmal den Krampus Ash, let's go, Alter. Leute, und zwar ist das Gewinnspiel nämlich aufgelöst worden. Es gibt 6 Leute, die diesen Skin auch gewonnen haben, den Krampus Ash Skin. Und auch nochmal den Pin übrigens auch. Und zwar seht ihr hier jetzt mal die ganzen Gewinnerkommentare eingeblendet. Ich habe schon jeden Gewinner angeschrieben, beziehungsweise versucht, den zu adden auf Discord. Dann wisst ihr Bescheid, wer die Gewinner sind. Und bevor es nochmal mit dem Glitch losgeht, Leute, auch nochmal eine wichtige Ankündigung. Am Sonntag um 11 Uhr findet die Aufnahme auf dem Discord-Server statt mit den ganzen Maps aus dem Map-Contest. Ihr konntet ja Minigame-Maps bauen und die auf dem Discord einreichen. Dafür ist jetzt 14 Uhr der Einsendeschluss quasi gewesen. Am Sonntag um 11 Uhr müsst ihr dann eben auf dem Discord sein zur Aufnahme. So, Freunde, wir fangen erstmal an mit einem anderen Glitch, den bestimmt viele von euch auch mitbekommen haben. Und zwar konnte man ganz am Anfang im Update, in der ersten Stunde, bevor die Wartungspause, also bevor die zweite Wartungspause kam, konnte man seinen gesamten Trophäenpfad neu abholen. Also eigentlich so ziemlich jeder Spieler. Das habe ich leider nicht mitbekommen, sonst hätte ich ja auch schon instant, ne, wahrscheinlich beim Fame-Rang irgendwas Krasses gehabt. Ihr seht schon, also dieser Spieler hatte schon seinen kompletten Trophäenpfad und konnte ihn neu abholen mit den neuen Sachen. Der hatte zum Beispiel diesen Bug ausgenutzt. Das ist auf jeden Fall ein Bug, ne, den haben viele genutzt. Das ist bisschen blöd von Supercell gewesen, dass das möglich war. Aber keine Sorge, dafür gibt es quasi keine Strafe jetzt oder so. Aber es wird für alle Spieler ein Ausgleichsgeschenk geben, die nicht diesen Bug hatten. Also ein Entschädigungsgeschenk, Leute. Wir kommen auf jeden Fall noch später in diesem Video auch noch zu diesem Entschädigungsgeschenk, was das. Aber auf jeden Fall, wollte ich euch auch nochmal diesen Bug hier zeigen, weil ihr seht schon, der Kollege hatte quasi dadurch easy gratis Chester freigeschaltet. So, wir warten jetzt nochmal ab und zack, da hat er es auf jeden Fall. Und Chester gratis bekommen durch diesen Bug. Das ist halt auf jeden Fall natürlich ultra, ultra unfair. Und dementsprechend gibt es da ein Entschädigungsgeschenk für alle, die nicht den Bug benutzt haben. Ja, den ihr auf jeden Fall, auf gar keinen Fall nachmachen dürft. Ganz, ganz wichtig, das ist eine Warnung, weil diese Art von Bugs werden zur Bannung von eurem Account führen, für immer. Also ein Permaban. Und das wollt ihr definitiv nicht, glaubt mir, Leute. Nutzt das Ganze nicht aus. Und ich zeige euch jetzt auf jeden Fall, ja, wie der ganze Bug eben aussieht. Und zwar hat der YouTuber NubsFree, also er ist auch ein Supercell-YouTuber, das Ganze hochgeladen. Und zwar ist das eben ein Post von Reddit, wo das jemand eben aufgenommen hat, Leute. Ganz wichtig, macht das nicht nach. Also durch eine gewisse Kombination von Tasten ist es wohl irgendwie möglich, unendlich Credits hier zu bekommen. Ihr seht das. Und der Spieler steigt die ganze Zeit in diesem Fame-Rang auf und hat durch diesen Bug tatsächlich den maximalen Fame-Rang erhalten, der eigentlich tatsächlich 3 Jahre dauert, also ausgerechnet, ne, bis man den erreicht. Der sieht auf jeden Fall heftig aus. So, und ihr seht schon, zack, 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 er kriegt die ganze Zeit Credits dazu, Leute. Ich werde jetzt natürlich nicht erklären, wie das Ganze funktioniert, aber es ist auf jeden Fall ein Fakt, dass dieser Spieler das so geschafft hat und den maximalen Fame-Rang tatsächlich erreicht hat. So sieht dieser Fame-Rang dann eben aus, Leute. Ihr seht schon, 36.000 Credits hat er einfach durch diesen Bug eben bekommen. Komplett krank, und damit hat er das, das heißt Solar Fame 3, hat er quasi den maximalen Fame-Rang
Ich vergleiche das nochmal mit meinem kurz, Leute, dann seht ihr nochmal den Unterschied. Ne, ihr seht schon, ich habe weltweiter Ruhm 1, also ich habe 250 Credits, er hat 36.000. Digga, das ist echt komplett krank. Man kann hier nicht mal weiter scrollen, um sich das irgendwie anzuschauen. Aber ich habe auf jeden Fall mal eine Ansicht für euch rausgesucht, wo ihr diese Fame-Ränge alle mal sehen könnt. Und zwar gibt es einen Artikel von der offiziellen Brawl Stars-Seite zu diesem Fame-Rang. Und dort wird eben gezeigt, welche Ränge es gibt. Es gibt Global, also weltweiter Ruhm 1, 2 und 3. Dann Luna Fame 1, 2, 3, Martian Fame 1, 2, 3, Saturnen und dann Solar. Also es gibt auf jeden Fall so viele Fame-Ränge und unmöglich natürlich, dass das ein Spieler auf normalem Wege schon geschafft hat, Freunde. Also Freunde, ganz wichtig, ich mache dieses Video deswegen, weil ich euch warnen möchte, dass ihr das nicht nachmacht. Ich weiß, viele von euch sind vielleicht dazu verleitet, haben das vielleicht schon irgendwo gesehen, auf Reddit, YouTube oder sonst was. Macht das nicht nach. Supercell hat angekündigt, Leute, die diesen Glitch ausnutzen, werden für immer gebannt. Ich glaube, niemand will das auf jeden Fall. Dementsprechend, Leute, bitte haltet euch da zurück. Supercell arbeitet natürlich schon an einer Lösung. Und dementsprechend wahrscheinlich heute, morgen oder irgendwann wird eine Wartungspause kommen, Leute. Seid euch da sicher. Und bitte, bitte achtet darauf, Leute, dass ihr auf jeden Fall das nicht nachmacht. So, Freunde, oh mein Gott, Alter. Und die Entschädigung ist verfügbar. Ihr seht schon, was? 1100 Credits. 1100 Powerpunkte. 4000 Münzen gratis und Digga, Brawly Days geschenkt, Tag 5, komplett krank, was geht eigentlich ab, Alter, das ist wirklich zu heftig und ja, Leute, ich werde jetzt auf jeden Fall mal alles abholen, wie gesagt, leider die Credits, oh lol, doch, die konnte ich abholen, was, lol, die konnte ich abholen, obwohl ich bereits im Besitz war, Digga, ich habe die bekommen, geisteskrank, lol, 1350 habe ich jetzt, okay, Alter, das ist heftig, dann 1100 Powerpunkte, 4000 Münzen, Digga, komplett krank. Und nochmal hier 200 Münzen. Das war auf jeden Fall die Entschädigung. Ihr könnt auf jeden Fall nochmal alles Wichtige zur Entschädigung hier lesen. Das ist je nach Pokalhöhe, Leute. Also seid nicht enttäuscht. Ihr seht schon, sie basiert darauf, wie viele Trophäen ihr derzeit habt und ist in verschiedene Trophäenstufen aufgeteilt. Bei jedem 2500 Trophäen Meilenstein. Je weniger Pokal ihr habt, desto weniger bekommt ihr natürlich auch. Das ist, wie gesagt, innerhalb von 2 Wochen müsst ihr das Ganze abholen. Das ist das krasseste Geschenk, was eigentlich Supercell hätte machen können. Wir gehen jetzt nochmal auf den Free-to-Play-Account und holen dort die Entschädigung ab. So, Leute, und auf dem Free-to-Play-Account haben wir einfach mal, was, 200 Credits gratis, lol. Das ist ja übertrieben krank, Leute. Alter Junge, ich werde die auf jeden Fall mal hier auch einsammeln. Oh mein Gott, das bringt uns so weit hier auf dem Free-to-Play-Account. Das ist so ultra irre. 100 Powerpunkte, 200 Münzen. 100 Powerpunkte nochmal gratis, nochmal 200 Münzen, Digga, ey, es sind so viele Gratisgeschenke in letzter Zeit, ich weiß echt nicht, was ich sagen soll, das ist zu krank. Leute, übertrieben heftig, alle mal Hashtag Ehre Supercell dafür in die Kommentare. Wir sehen uns, Freunde, und damit ciao, ciao.